wieder trifft und an einen Punkt der Geschichte denken lässt. Das ist das Wichtigste. Ein gutes Buch kann einen auf eine Reise mitnehmen, bei welcher die Figuren einem anfangs wie Fremde und schließlich wie vertraute alte Bekannte vorkommen. Gelungen ist ein Buch für mich, wenn die Geschichte mich zerstreut und eine fiktive oder auch reale Welt in meinem Kopf schlüssig entstehen lässt. Ich will irritiert werden. Ich will selber denken dürfen und keine vorgekaute Moral konsumieren. Ich möchte etwas fühlen, wodurch auch immer ausgelöst. Ich möchte etwas haben, das mich vor den Kopf stößt. Etwas, an dem ich mich festhalten kann. Ich möchte etwas, das mich verändert. Angelica Bell ist die Tochter der Malerin Vanessa Bell und wächst in einem sehr freien, künstlerischen Umfeld auf. Während ihre älteren Brüder Quentin und Julian alle Möglichkeiten nutzen, um sich kreativ zu entfalten, sucht Angelica nach Orientierung und Normalität. Als die geliebte Tante Virginia Woolf plötzlich verschwindet, bittet Angelica ihren Bruder Quentin, alles aufzuschreiben, was sie ihm berichtet. Überraschend an der Erzählweise von Rembrandt Cromhold ist, dass er Angelica erzählen und Quentin schreiben lässt. Zwei verschiedene Erzählperspektiven offenbaren eine Familiengeschichte und stoßen ein Nachdenken über die Themen Freiheit, Familie und Kunst an.